Eisenach, Geburtsstadt von Johann Sebastian Bach. Ich bin heute in Westthüringen. Es ist die sechstgrößte Stadt von Thüringen und das Zentrum Westthüringens im Wartburgkreis mit 42.000 Einwohnern, die Wartburgstadt Eisenach. Und das ist das Nikolaitor, eines der letzten Überbleibsel der alten Stadtbefestigung. Die Nikolaikirche, romanisch, dann nochmal neoromanische restauriert. Und was ist das Besondere oder der Hauptfaktor hier natürlich? Martin Luther. Ja, er lebte hier, er ist hier aufgewachsen und er wirkte hier sehr, sehr nachhaltig. Die Stadtresidenz von Eisenach für die Kurfürsten, für das Herzogtum Sachsen-Eisenach. So nämlich. Die Georgenkirche auf dem Rathausplatz. Auf dem Marktplatz, wo auch der Markt stattfindet hier in Eisenach. Und das ist eine der wichtigsten und bedeutendsten Kirchen, die wir in ganz Deutschland haben. Warum? Naja, nicht nur, weil sie nach dem heiligen Georg benannt ist, dem Drachentöter, wie er hier auf dem Brunnen zelebriert wird. Nein, die Taufkirche von Johann Sebastian Bach, das ist die Residenz, die Heiratskirche, das ist das alte Rathaus von Eisenach, die Kirche, wo Elisabeth von Thüringen, unsere Nationalheilige, auch geheiratet hat und wo Luther predigte. Apropos Martin Luther, er ist geboren in Lutherstadt Eisleben und ist auch dort gestorben. Das ist in Sachsen-Anhalt, im Landkreis Mansfeld-Südharz. Aber hier hat er lange Zeit gelebt, er ist ja aufgewachsen in Eisenach. Seine Familie kommt auch von der Ecke hier, zumindest seine Mutter. Ja, und in der Georgenkirche hat er nachher gepredigt. Eben war das Lutherhaus, jetzt kommt die Martin-Luther-Schule. Sie heißt auch heute Martin, diese Schule heißt Martin-Luther-Gymnasium. Luther war Schüler und einige Jahrzehnte später, eigentlich Jahrhunderte später, war dann auch Johann Sebastian Bach Schüler hier in diesem Schulhaus. Jetzt geht's nach oben. Wie oft musste wohl ein Martin Luther damals hier hoch? Ja, so oft vielleicht gar nicht, aber eine Elisabeth von Thüringen, sie lebte auf der Wartburg. Ich gehe hoch den Schlossweg auf die Wartburg. Der Blick über das wunderschöne Thüringen, meine Freunde. Der Thüringer Wald hier im Westen von diesem Freistaat. Die Wartburg. Deutsches Weltkulturerbe. Eine der bedeutendsten Burgen, die wir haben. Sitz der Landgrafen von Thüringen, nachher der Herzöge von Sachsen-Eisenach. Luther hat 1521 als Junker Jörg hier die Bibel übersetzt ins Deutsche, das Neue Testament ins Deutsche übersetzt, wurde dort auch von Satan besucht, hat ihn vertrieben und weiter am göttlichen Gesamtkunstwerk gearbeitet. Ohne Luther hätten wir zum Beispiel keine einheitliche deutsche Sprache, vor allem Schriftsprache. Wir hätten kein deutsches Neues Testament, aber natürlich auch keine evangelische Kirche. Luther ist immer auch kritisch zu betrachten. Über Kirchenteilung und die Vor- und Nachteile dieser wollen wir hier gar nicht so viel diskutieren. Das könnte ein ganzes Video füllen, aber Blick über den Thüringer Wald, den Süden vom Nationalpark Heine, hier auf der Mega-Wartburg. Im 19. Jahrhundert fand auf der Wartburg auch das Wartburgfest statt, besonders für die deutsche Einigung und der Vorläufer zum Hambacher Fest. Wer davon noch nichts wusste, ist dieser große Barockkomponist Johann Sebastian Bach, der größte Sohn Eisenachs. Hier ist er geboren, in diesem gelben Haus. Daneben ist das Museum von Johann Sebastian Bach. Und all das kommt zusammen in Eisenach, einer der bedeutendsten Städte Deutschlands.